Hallo und herzlich willkommen, meine Genossen. Mein Name ist Dennis und ja, jetzt habe ich das Update runtergeladen und man sieht schon, ich habe ein neues Kaugummi hier im Bildschirm hängen. Und zwar einmal das Kriechtiere. Was es ganz genau bewirkt, weiß ich noch nicht. Das werden wir morgen herausfinden, beziehungsweise wenn ich es dann morgen ziehen sollte, haben wir es dann auf jeden Fall auch mal im Grumble-Check drin, ist ja klar. Dann haben wir noch ein ultra seltenes, das ist mit Köpfchen. Das sieht ganz genauso aus, als ob man, wenn man jetzt zum Beispiel auf ein Bein schießt, dass es immer ein Headshot ist. Gucken wir mal, wie lange es wirken sollte. Kann auch sein, dass es was ganz anderes ist. Aber meiner Meinung nach sieht es ganz genauso aus, als ob man, wenn man irgendwie auf ein Bein schießt oder auf den Arm, meinetwegen, dass man immer einen Headshot macht. Dann haben wir Technikspielerei. Das sieht mir nach dem Todbringer-Drop aus. Im Prinzip sowas wie Max Ammo, doppelte Punkte und so weiter. Dann haben wir noch Untotenwanderung. Was das ist, kann ich echt nicht sagen. Es ist aber ein seltenes Kaugummi und ich kann es euch nicht sagen. Ich kann mir darunter auch nichts vorstellen. Ganz ehrlich, ich lasse mich überraschen. Ich wollte euch nur mal ein Update geben, dass die vier neuen Kaugummis jetzt draußen sind, dass man sie sich angucken kann auf jeden Fall. Sie benutzen kann man nicht. Wie man sehen kann, bin ich jetzt auch Prestige Master. Man kann bis Level 1000 leveln. Kann ich auch nochmal schnell zeigen. Wo ist es denn? Da. Da, man kann sein Prestige-Emblem ändern. Jetzt kann ich das nehmen. Habe ich zum Beispiel das. Oder das. Ich lasse mal das drin. Ne? Auf jeden Fall kann man hier bis 1000 leveln und man bekommt alle möglichen Embleme, Juggernog, ultra selten Mega, keine Ahnung, Doppelfeuer, Dina, es gibt hier so viele Sachen, Perks, flüssiges Divinium, Kreide, alles mögliche, auf jeden Fall ganz geil, also nächste Woche auf jeden Fall Level 1000, habe ich gehört, nein, Spaß, auf jeden Fall, ich habe es ja jedem gesagt, dass man bis Level 1000 leveln werden kann, oder werden, ja, man kann auf jeden Fall bis Level 1000 leveln. So, ich wollte zeigen, dass man die Kaugummis noch nicht auswählen kann. Hier gab es noch ein Update, dass die Mega-Kaugummis jetzt leuchten. Auf jeden Fall sind die neuen Kaugummis hier noch nicht drin. Man sieht auch, hier ist gar kein grünes drin. Aber das neue Mega-Kaugummi, das hier dazugekommen ist, ist grün. Und hier ist es auf jeden Fall nicht drin. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da. Bis zum nächsten Mal und